das ist nicht zu erklären, dass hier die Russinnen gleich zweimal in diesem Finale vertreten sind. Vorne Paruzzi, Diesel leider immer noch in vierter Position und es geht bereits in diese letzte Kurve hinein. Vielleicht hat die Uschi doch vorher jetzt zu viel gepowert. Oder greift sie nochmal an, kann sie nochmal auf den letzten 130 Metern hier ihre Position verbessern. Ein Plätzchen gut machen, das hieße Podest. Bei der Siegerehrung wäre sie dann zwar nicht ganz oben, aber wenigstens dabei und das als Biathletin unter den Langläufern wäre doch ein Prestigeerfolg. Reicht's dafür? Schauen wir hinaus. Nein, es reicht nicht. Es reicht leider nicht. Es bleibt ihr in Anführungsstrichen nur Platz 4. Paruzzi gewinnt. Das ist eine kleine Sensation, denn sie ist keine Sprintspezialistin. Paruzzi also gewinnt hier diesen Lauf vor Sitko, der erfahreneren Russin.